So Leute, moin zusammen. Ich grüße euch zu diesem neuen Video und ich habe mal wieder einige neue Nachrichten hier rausgesucht, über die wir gemeinsam sprechen werden. Wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, macht das kostenfrei an der Stelle und jetzt viel Spaß beim Video. Los geht's. Ja, legen wir auch direkt los. Kommen wir zur ersten Nachricht und hier geht es mal wieder um meine geliebte Stadt Stuttgart. Ich muss endlich mal hin, weil es wirklich nicht aufhört mit Nachrichten aus Stuttgart. Da ist wirklich so viel los. Schwarz-grüne Landesregierung hängt da wirklich sehr stark mit drin, wie ich finde, was man so mitbekommt. Zum Glück haben wir das hier nicht bei mir in der Nähe von Köln. Anders kann ich es nicht ausdrücken. Da würde ich mich nicht so wohlfühlen, wie ich es aktuell noch irgendwo so ein bisschen tue. Also folgendes. In Stuttgart wissen wir, dass er da... Oh, jetzt zwiebelt der Finger wieder. Jetzt wissen wir, dass dort Messstationen stehen und das Neckartor deutlich weniger Stickoxide aktuell hat. Von den Messwerten hat sich die Luft schon verbessert. Allerdings reicht dies wohl immer noch nicht ganz aus. Und jetzt sieht es so aus, dass eine neue Idee ist, dass man da einen neuen Straßenbelag auf die Straße bringt. Und dieser soll Stickoxide nämlich binden. Also zack, die kommen raus aus dem Auto von den Reifen, also von den Bremsen und so weiter. Und zack, wird gesammelt in diesem Asphalt. Wenn das funktioniert, ist eine super Sache. Ich finde es gut, wenn man da auch andere Richtungen und Wege geht und ein bisschen experimentiert und guckt. Auf der anderen Seite ist immer die Frage, lohnt es sich, das zu testen? Wird es überhaupt was bringen und funktionieren? Wir erinnern uns, vor mittlerweile bestimmt 2 Monaten habe ich mehrfach darüber berichtet, dass in Kiel ein sogenannter Luftfilter installiert wurde, ein riesengroßes Gerät, also so ein Container quasi. Und von dem hört man heute nichts mehr. Und da wurden auch so und so viele zig 10.000 Euro für investiert für dieses Projekt. Wer hat das bezahlt? Wir alle. Korrekt. Genau. Und dementsprechend weiß ich nicht, ob das immer so sinnvoll ist, wie da mit unseren Geldern einfach umgegangen wird. So ist es nämlich jetzt hier am Neckartor. Die Kosten belaufen sich nämlich hier von diesem Asphalterneuerung auf 700.000 Euro. Ja, und das Land beteiligt sich zwar daran mit 200.000 Euro, aber es ist ja lirum larum, als ob das jetzt Stuttgart komplett bezahlt oder das Land. Im Endeffekt zahlen wir immer. Punkt. Ganz einfach. Klar, zahle ich jetzt keine Steuern in Stuttgart oder auch in Baden-Württemberg. Nichtsdestotrotz, das kannst du ja hin und her rechnen, wie du willst. Ne? Also die Kosten sind ja einfach vorhanden. Ich bin gespannt, was wir darüber noch so als nächstes hören werden. Als nächstes mal wieder eine gute Nachricht für alle, die vom Dieselabgasskandal betroffen sind. Das heißt, die ein Fahrzeug gekauft haben, was nicht so war, wie es auf dem Papier gestanden hat. Und meine Freundin, wie viele von euch wissen, ist da ja auch betroffen mit ihrem VW Polo Diesel. Und so ist es nämlich jetzt ein neues Urteil rausgekommen, schon aus dem März, also schon einen Monat her, ist allerdings jetzt erst an die Öffentlichkeit gekommen, von VW muss nämlich ein neues Auto zur Verfügung stellen, einem Käufer. Das war nämlich ein Rentner, der aus Berlin-Wilmersdorf kam und der hat im Januar 2015 einen VW Touran mit Dieselmotor gekauft, hat das Software-Update soweit durchführen lassen und so weiter und hat danach geklagt. Und das wirkliche komplette Endergebnis dieser Klage sah dann so aus, ne, wo steht's da? Das Auto durch ein fabrikneues zu ersetzen und darüber hinaus mehr als 2.000 Euro Schadenersatz zu zahlen. Und das ist mal wieder ein klares Signal für uns alle, die betroffen sind. Geht auf jeden Fall dagegen vor, lasst das nicht mit euch machen. Dementsprechend an dieser Stelle auf jeden Fall nochmal der Hinweis an die Kanzlei aus Düsseldorf, Baumreiter und Kollegen, mit denen ich zusammenarbeite. Verlinke ich euch unterhalb des Videos, nämlich den Link dazu, diesel24.de. Dort könnt ihr euch eine kostenlose Ersteinschätzung der Anwälte holen lassen oder einholen, um in Erfahrung zu bringen, lohnt sich das, wenn ich ein geschädigter Kunde bin mit einem Fahrzeug, was nicht so ist, wie es mir verkauft wurde und ob ich dann eine Klage eingehen soll. Also kann ich euch nur empfehlen, diesel24.de, unten auf den Link klicken oder einfach so in den Browser eingeben und dann überprüfen lassen. Und dann haben wir jetzt eine Nachricht, wo ich noch nicht so ganz weiß, ob das eine ganze eine positive oder eine negative Nachricht darstellt für uns als Betroffene, die das Ganze ja irgendwo auch wieder ausbaden müssen. Ich habe darüber vor ein paar Wochen berichtet, dass der Bundestag sich dafür entschieden hat, den sogenannten das Bundesemissionsschutzgesetz einzuführen. Und das hatten die soweit abgestimmt, aber das Ganze wurde jetzt quasi, ich bin kein Anwalt, wie gesagt, sage ich immer wieder gerne dazu. Also inhaltlich geht es folgendermaßen darum, dass dieses Bundesemissionsschutzgesetz eine sogenannte Toleranzgrenze von 50 statt der gesetzlichen 40
Mikrogramm Stickoxide pro Kubikmeter Luft beinhaltet und dadurch keine Fahrverbote entstehen. So, jetzt aber sieht es folgendermaßen aus, dass das Ganze wohl nicht durchkommt. Und das kommt nicht durch, da muss ich wirklich komplett ablesen, hat der 10. Senat des Verwaltungsgerichtshofes jetzt ein Zitat, klaren Verstoß gegen das europäische Recht gewertet. Und das war ja auch das, was in den letzten Wochen immer mal wieder kritisch so geäußert wurde. Ja, ihr könnt das Gesetz zwar machen, aber ein Landesgesetz, also ein deutsches Gesetz, setzt sich nicht über ein EU-Gesetz. Im Gegenteil, da ist die Hierarchie eine andere. Das heißt, EU-Gesetz geht vor Landesgesetz. Deswegen war das eigentlich totaler Humbug. Ist das gleiche Beispiel wie beim Artikel 13, beziehungsweise jetzt Artikel 17, als die CDU gesagt hat, ja, wir haben so ein Positionspapier hier und wir möchten keine Upload-Filter. Ist absoluter Humbug, bringt gar nichts. Ist nur ein PR-Gag gewesen. Ganz einfach, weil sie damit gedacht haben, die Leute ein bisschen ruhiger zu bekommen. Und EU-Gesetz vor Landesgesetz. Heißt, das EU-Gesetz besagt aber, da soll ein Upload-Filter drin sein. Zack, gibt's Upload-Filter. Ist scheißegal, was in dem Land entschieden ist. Nebenbei gesagt, das ist so eine Sache, die mag ich an der EU nicht. Klar braucht man natürlich einheitliche Gesetze bei so einem großen Zusammenhalt von verschiedenen Ländern. Aber auf der anderen Seite weiß ich nicht, ob wirklich alles das, was in der EU entschieden wird, passgenau für jedes Land überhaupt umsetzbar ist. Da sind verschiedene Mentalitäten. Landesgrößen sind unterschiedlich. Anzahl der Bevölkerung ist eine andere. Und. Da gibt es so viele Argumente, die dagegen sprechen. Ich sehe das kritisch. Dann noch eine Nachricht, was jetzt in Deutschland irgendwie immer wieder häufiger passiert ist in den letzten Monaten, Jahren, wie ich finde, weil so aus meiner jüngeren Erwachsenenzeit kenne ich das eigentlich gar nicht. Es passiert nämlich immer häufiger, dass Hochzeitsgesellschaften auf der Autobahn anhalten und Fotoshootings machen. Und da komme ich ja mir echt gar nicht drauf klar. Also auf der Autobahn anhalten, ja, nicht auf dem Standstreifen, ne, sondern auf der Autobahn auf den Fahrstreifen. Da halten die dann an und so war das jetzt hier bei einer türkischen Hochzeitsgesellschaft in Köln, nämlich bei mir in der Gegend, geschrieben hier im Fokus. Und die sollen wohl mitten auf der Autobahn angehalten und gefeiert haben. Das ist ja unvorstellbar. Und dann hier so Poserbilder vor den Kisten, vor den Autos und so weiter. Da frage ich mich wirklich, wo sind wir denn gelandet? Das kann doch nicht sein. Also, allein, das ist ja nicht nur, das ist ja für alle Beteiligten gefährlich. Das ist für die gefährlich, die da aussteigen. Das ist für die gefährlich, die anhalten, weil womöglich irgendwie was aufstaut und keiner sieht die Gefahrenquelle, warum soll ich ihn hier anhalten oder sonstiges. Da gibt es ja so viele Aspekte und Möglichkeiten. Genau, war nämlich hier auf der R3 bei Düsseldorf, also nicht Köln, warum schreiben sie denn hier Düsseldorf, da oben Köln? Ja, und das ist halt so eine Sache, wo ich sage, das kann eigentlich nicht sein. Und irgendwie liest und hört man da immer häufiger von. War das bei euch in der Ecke auch schon mal? Dann schreibt das gerne in die Kommentare. Und dann gibt es so eine Nachricht jetzt, die ich auch noch nicht so ganz sicher bin, wie ich die einordnen soll, ob das jetzt sehr positiv oder sehr negativ zu betrachten ist, weil es geht um Enteignung. Aber diesmal nicht im Immobilienbereich, wie wir es durch die Grünen jetzt kennengelernt haben, die haben ausnahmsweise mal nichts damit zu tun. Es geht um einen, ich denke, den Mann kann man wirklich so bezeichnen, Raser. Das war definitiv ein Raser, der war mit dem Motorrad unterwegs. Und ist gefahren, das lese ich euch jetzt mal vor, hier aus dem Spiegel Online. Der Motorradfahrer startete seine Tour Ende vergangenen Jahres auf der Autobahn A7 bei Hamburg und fuhr bis zu 60 km schneller als erlaubt, überholte rechts und überfuhr durchgezogene Linien. Da wird es schon wirklich harter Tobak, wie die Hamburger Morgenpost berichtet. Später war der Fahrer mit 226 km statt erlaubten 100 km unterwegs und durchfuhr eine Ortschaft mit 120 km pro Stunde. Und weißt du, auf der Autobahn alles kann man noch sagen, ja gut, wir kriegen ja mittlerweile wirklich überall Geschwindigkeitsbegrenzungen, wo es auch nicht wirklich notwendig ist, so zum Beispiel Hannover A2 nach Berlin, da sind so viele Geschwindigkeitsbegrenzungen drin, die wirklich keinen Sinn machen. Aber wenn ich lese, Ortschaft, 129 km/h. Dem Typen gehört auf Lebenszeit der Führerschein entnommen. Ganz ehrlich. Weil wenn da Kinder rumlaufen oder auch noch ältere Leute oder irgendwas passiert in der Richtung, das ist so gefährlich. Auch wenn er nur in Anführungsstrichen mit dem Motorrad unterwegs war,
Trotz dessen super gefährlich. 129 km/h, das kriegst du in der Stadt nicht geregelt. Das funktioniert nicht. Bevor die Polizei die Fahrt beendete, missachtete er auch noch eine rote Ampel. Das kam dazu. So, und das Ganze wurde ihm jetzt klar als Raser ausgelegt. Und da wissen wir, dass es nämlich seit 2017, seit Ende 2017, den oder Anfang 2018, den Paragraphen 315d im Strafgesetzbuch gegen illegale Straßenrennen gibt. Das heißt, man kann auch ein Straßenrennen gegen sich selbst fahren, gegen die Zeit, gegen seinen Ansporn, was weiß ich, wie das genau ausgelegt wird. Und auch Paragraph 315f besagt zudem, dass Kraftfahrzeuge eingezogen werden können. Betroffen sind potenziell auch Autofahrer. Natürlich, das ist egal, ob das jetzt Auto oder Motorrad ist. Und es sieht nämlich bei dem Mann so aus, deswegen die Enteignung, die ich am Anfang angesprochen habe. Der Mann hat sein Motorrad, was war's, steht nicht dabei, 160 PS-Maschine im Wert von ca. 15.000 Euro erzogen bekommen. Und die Maschine wird versteigert. Dieses Geld ist jetzt die Frage, wo das hingeht. Garantiert klar, einfach Staatskasse. Geil wäre das natürlich, wenn das in so eine Organisation oder einen Verband oder was weiß ich, ein Fonds oder irgendwie sowas geht, der sich um Unfallopfer kümmert. Sowas würde ich definitiv befürworten. Ansonsten, ich weiß halt nicht, ob dieses Enteignungsmittel wirklich der richtige Weg ist. Vielleicht schürt das so viel Angst, dass die Leute sagen, nö, ich fahre auf keinen Fall mehr so gestört. Weiß ich nicht genau. Bin ich mir halt unsicher. Deswegen schreibt in den Kommentaren, was ihr davon haltet. Und dementsprechend an dieser Stelle herzlichen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Signalisiert es mir gerne mit einem Daumen nach oben. Es bleibt weiterhin spannend. Haut rein, bis zum nächsten Video und tschüss.